Flammende Wölfe, schwarze Kutten, schwere Maschinen. Martialisches Auftreten. Harte Jungs und ihre Motorräder. Geschmückt mit russischen und sowjetischen Fahnen. Und ein Clubpräsident, der in Russland gefeiert wird wie ein Superstar. Sie nennen sich Notschnie Wolki, zu Deutsch Nachtwölfe, und sind der größte Bikerclub Russlands. 5000 Mitglieder in 40 sogenannten Filialen. Präsident des Clubs ist Alexander Saldostanov. Sie nennen ihn Chirurg, ein guter Freund des russischen Präsidenten. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich Putin vorgestellt wurde und heute als sein Freund gelte. Das kann ich guten Gewissens sagen, denn ich habe diesen besonderen Ausdruck in seinen Augen gesehen, als wir gemeinsam auf der Krim waren. Die Nachtwölfe. Nur gläubige Patrioten auf Rädern oder doch viel mehr und viel gefährlicher? Eine ungewöhnliche Partnerschaft. Präsident Putin und der größte Rockerclub des Landes. Beide Seiten scheinen zu profitieren. Putin verhält sich wie ein Macho und er denkt, dass der Chirurg und er gut zusammenpassen. Der Chirurg weiß genau, wo der Nutzen für ihn liegt. Er benutzt den Kontakt für seine Zwecke, möchte so mehr Einfluss bekommen. Schon jetzt hat der Biker-Club großen Einfluss in Russland. Die Biker zeigen Präsenz auf der annektierten Krim und an der Schwarzmeerküste. Gerne zusammen mit Putin. Kernige Bilder mit aggressiver Botschaft. Für mich gehören Moskau und die Krim bzw. der Donbass zusammen. Für mich ist das ein Land. Nun herrschen da chaotische Zustände. Aber das ist nur passiert, weil sich der Westen in die Angelegenheiten eingemischt hat. Nach außen geben sich die Nachtwölfe als friedliche Motorradliebhaber. Doch in ihrem Kern sind sie nach Ansicht von Experten eher eine paramilitärische Truppe. Die Nachtwölfe mischen sich ins Geschäft der privaten und militärischen Sicherheitsfirmen auf der Krim ein und übernehmen mit Gewalt deren Geschäfte. Wer sind die Nachtwölfe? Was wollen sie wirklich? Wir wollen nachfragen in Moskau. Unser Ziel, das Clubgelände der Rocker. Ihr Clubhaus Sexton liegt im Westen der russischen Hauptstadt und ist nach einem ehemaligen Berliner Nachtclub benannt. Hier feiern die Biker den Beginn der Motorradsaison. Hunderte Nachtwölfe werden erwartet. Das Programm ist aufwendig. Bike-Shows auf großer Bühne, Motorradkorso durch Moskau, Rockkonzerte auf dem Clubgelände. Alles abgesegnet von der russischen Regierung und unter dem Schutz der Polizei. In Deutschland undenkbar. Was genau hat die Nachtwölfe so mächtig gemacht? Wir treffen Clubpräsident Alexander Saldostanov in seiner Garage auf dem Gelände des Clubs. Eine Wellblechhalle, vollgestopft mit Motorrädern aller Art. Der oberste Nachtwolf gilt als eloquent und taktisch versiert. Wir Nachtwölfe sind einzigartig in der Geschichte der Motorradbewegung. Wir haben unsere Autorität und unsere Ziele von der ersten Sekunde an verteidigt. Und das geht jetzt seit 26 Jahren so. Stolz zeigt der Mann, den sie Chirurg nennen, seine Sammlung alter Militärmaschinen und selbstgebaute Fantasy-Bikes. Der deutsche TÜV wäre entsetzt. Das ist alles aus Metall hergestellt und es kann tatsächlich fahren. Das ist eine Figur aus den Geschichten unserer Shows. Am Ende einer der Geschichten, die wir für Kinder machen, kommt dann dieser Wolf als Retter der Welt auf die Bühne. Und das hier ist einzigartig, ein Meisterwerk. Eine Maschine, die auf jeder Ausstellung den ersten Preis gewinnen würde. Es ist das Motorrad des Bösen aus unseren Geschichten. Alles Handarbeit, aus Metall. Dieses Motorrad kann sich ärgern, es spuckt Feuer, Rauch und kann seine Augenfarbe verändern. So zeigt es seine Gefühle.
Hier bereiten sich die Biker vor auf ihre Fahrt durch Moskau. Auch Viktor Keller ist dabei. Er ist der Chef der Nachtwölfe in Kaliningrad und einer der wichtigsten Köpfe des Clubs. Der 54-Jährige ist Geschäftsmann, wie er sagt. Im Ölbusiness. Mehr will er nicht verraten. Uns darf man nicht mit einem Club aus dem Westen vergleichen. Das sind alles Gesetzlose. Wir nicht. Unser Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin ist ein sehr selbstbewusster Mensch und er würde mit keinem anderen Club eine solche Freundschaft eingehen. Es ist eine große Ehre für uns und natürlich haben wir das auch verdient. Diese Freundschaft existiert, weil wir etwas für unser Land getan haben. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin Russland dienen, unabhängig von unserer Beziehung zum Präsidenten. Der Biker-Club steht offiziell allen sozialen Schichten offen. Doch auffallend viele Mitglieder gehören, wie Viktor Keller, der finanziellen Oberschicht an. Frauen sind nicht zugelassen. Wenige Stunden später wimmelt es hier vor Nachtwölfen. Putins Biker warten auf den Startschuss für ihren Motorradkorso durch die Hauptstadt. Ich würde nicht sagen, dass die Regierung uns absolute Freiheit gewährt. Es ist im Moment nur so, dass wir eine Regierung haben, die im Ausland aktiv ist. Sie agiert patriotisch und wir sind Patrioten. Wir arbeiten in dieselbe Richtung, auf dasselbe Ziel hin. Es gibt Dinge, bei denen die Regierung uns hilft und es gibt Dinge, bei denen wir der Regierung helfen. Und das ist doch gut so. Aber unser Biker-Club hat auch schon vor der Beziehung mit der Regierung eine patriotische Ideologie gehabt. Clubpräsident Alexander Saldostanov ist der unumstrittene Star der Motorradrocker. Ein Meister der Selbstinszenierung, häufiger Gast im russischen Fernsehen. Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim. Hier ist der oberste Nachtwolf aufgewachsen. Und hier zeigt sein Club besondere Präsenz. Mit viel Pathos und nationaler Heldenverehrung. Als Ehrengast im Publikum Präsident Putin. Wilfried Jilge ist Experte beim Robert-Bosch-Zentrum für Osteuropa und Russland. Er hat sich intensiv mit den Nachtwölfen auseinandergesetzt und warnt vor ihren Aktivitäten. Vor allem ist die Botschaft, wir Russen müssen uns gerade in diesen Fragen der Konflikte, wo es um die Ausweitung unseres Machtbereiches geht, nicht an Recht und Normen halten. Das ist die Botschaft, die produziert, die transportiert wird. Für uns gelten bestimmte internationale oder auch andere Regeln nicht. Und das hat man ja auch schon vorher, vor der Krise gemacht, ja, indem man in der Ukraine Bike-Shows und Bike-Ausflüge gemacht hat, in denen also propagandistisch Mythen über die ewige Zusammengehörigkeit von Russland und der Ukraine produziert wurden. Und auch hier hat man vor allem auf der Krim sich bewusst so inszeniert, als nehme man eigentlich keine Rücksicht darauf, ob es da einen Staat gibt, den man vielleicht vorher mal fragen muss bei solchen Aktionen. Das ist die Botschaft, wo wir auftreten, wo unser Territorium, wo unser Einflussbereich ist, sind wir das Männliche, sind wir die männlichen, heroischen Russen, die alleinigen, die das Sagen haben. Biker-Chef Saldostanov gibt sich trotz seines Äußeren gern staatstragend. Wie hier in Moskau am Grabmal des unbekannten Soldaten, wo er medienwirksam einen Kranz niederlegt. Nationalismus, Patriotismus. Der Nachtwolf macht da keine großen Unterschiede. Patriotismus ist wie das Wort Liebe. Es gibt eigentlich kein Wort, um das Ausmaß unseres Patriotismus zu beschreiben. Für mich ist es in erster Linie die Liebe zum Vaterland. Russland ist wie ein Organismus mit einer eigenen Seele. Das ist ein lebendiges Wesen, mit dem ich eng verbunden bin und das einen großen Einfluss auf mich hat. Wenn es Russland schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Wenn es Russland gut geht, geht es mir auch gut. Die Nachtwölfe geben sich nach außen gerne als friedliche Motorradfahrer. Doch wie passt das zu ihren nationalistischen Tendenzen und zu den vielen Gerüchten um Verbindungen zur organisierten Kriminalität im Norden von Moskau?
Sergei Kanyev ist Journalist und Experte für kriminelle Banden. Während seiner Recherchen über die sogenannten Nachtwölfe wurde er von den Bikern offen bedroht. Über die tatsächlichen Kontakte der Nachtwölfe zum organisierten Verbrechen kann man nur spekulieren. Der Chirurg ist Chef eines Sicherheitsunternehmens. Und allein aus diesem Grund muss er viele Kontakte zu allen möglichen Behörden und öffentlichen Stellen haben. Und auch in kriminelle Kreise. Das erkennt man schon am Auftreten der Nachtwölfe. Viele der Nachtwölfe sind aus den Reihen der Polizei. Manche haben auch Straftaten begangen, Körperverletzung und so weiter. Auch der Historiker Wilfried Jilge übt Kritik an den Nachtwölfen. Dieser Männlichkeitskult, ja, und die Selbstermächtigung, selbst Recht zu setzen und sich über Rechte der Allgemeinheit hinwegzusetzen, das ist ja auch typisch für die Hells Angels. Und zwischen den Nachtwölfen und ihnen gab es ja auch Kontakte. Mit den kritischen Stimmen konfrontiert reagieren die Sprecher der Nachtwölfe so, wie man das auch vom Kreml kennt. Alles Lügen und Propaganda westlicher und russlandfeindlicher Medien. Wir waren nie eine kriminelle Organisation. Wir sind keine und wir werden nie eine sein. Glauben Sie wirklich, dass die russische Regierung mit einer kriminellen Organisation zusammenarbeiten würde? Das ist natürlich Blödsinn. Es wurde wohl in der ausländischen Presse irgendwann mal geschrieben, dass es auf dem Clubgelände kriminelle Geschäfte geben soll. Und dann waren Journalisten hier und haben mit dem Clubpräsidenten gesprochen. Sie haben sich das hier angeschaut, haben aber nichts gefunden. Sie haben gemerkt, dass wir eine gemeinnützige Organisation sind, die viele Projekte unterstützt. Also ist das Quatsch, was da behauptet wird. Die Nachtwölfe sind der älteste Motorradclub Russlands, gegründet 1989, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seit damals gelten die Motorradrocker als betont national-konservativ und kremltreu. Alexander Saldostanow hat dieses Image gezielt ausgebaut. Seine Nähe zu Putin, wie hier bei einem Treffen am Schwarzen Meer, sichert Macht und Einfluss. 2013 bekam der Biker mit dem wallenden Haar von Putin persönlich den russischen Orden der Ehre überreicht, für die patriotische Erziehung der russischen Jugend. Alexander Saldostanow gilt in Russland als umtriebiger Geschäftsmann, der die Zügel seiner Nachtwölfe fest im Griff hat. Der Biker-Boss hat den absoluten Rückhalt seiner Mitglieder. Dafür sorgen seine ständige Präsenz in den Medien und natürlich die Männerfreundschaft mit dem mächtigsten aller Russen, Wladimir Putin. Ich bin stolz auf die Beziehung zu Präsident Putin. Was ist das für ein Club, wenn uns sogar der Präsident seine Aufmerksamkeit schenkt? Aber ich weiß auch, dass wir diese Ehre verdient haben. Wir haben keine Präferenzen. Das ist ein Club, das ist eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen. Wir sind alle ähnliche Leute mit ähnlichen Interessen. Und wir als Club unterstützen das, was die Regierung und der Präsident zurzeit machen. Wenn uns das nicht gefallen würde, würden wir das auch sagen. Das ist unsere Art, wie wir als Bürger Russlands unsere Meinung äußern. Der Club hat eine lange Geschichte. Uns gibt es schon seit dem Ende der Sowjetunion. Auch unsere politischen Ansichten waren schon immer so. Ich bin ein Patriot Russlands. Ich liebe mein Land. Ich liebe Mütter in Russland. Und ich finde es nicht gut, was die Feinde Russlands in der NATO und in den internationalen Geheimdiensten mit uns machen. Sie stellen unser Land schlecht dar. Der russische Menschenrechtsaktivist Leonid Nikitinsky sieht die Nähe des Kreml-Chefs zum Biker-Chef als typische Macho-Beziehung. Beide stehen für Macht, Männlichkeit und Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen.
Der Chirurg profitiert von der Beziehung zu Putin. Und Putin versucht, sein Image aufzupolieren. Aber ich glaube nicht, dass die beiden eine wirklich persönliche Freundschaft haben. Ganz in Putins Sinn agieren die Nachtwölfe auch als paramilitärische Speerspitze russischer Interessen. Während der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim standen sie Wache vor Checkpoints und Regierungsgebäuden. Auch beim Krieg in der Ostukraine mischen die Nachtwölfe mit. Einige Mitglieder sollen sich pro-russischen Einheiten angeschlossen und aktiv an den Kämpfen teilgenommen haben. Sie unterstützen die Separatisten, die für eine Angliederung der Ostukraine an Russland kämpfen, nachdem der russlandtreue ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch abgesetzt worden war. Janukowitschs Fehler war es, dass er die Unterstützung aus dem Volk verspielt hat, weil er seine Versprechungen in der Ostukraine nicht gehalten hat. Die Leute, die für Janukowitsch gestimmt haben, waren für eine engere Zusammenarbeit mit Russland. Also dafür, dass die Ukraine und Russland wieder eine Nation werden. Die neue Regierung in der Ukraine erwies sich dann aber als 100-mal schlechter als die davor. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass in der Ukraine eine so radikale Bande an die Macht kommt, die das Volk erniedrigt und dass in Kiew Fackelzüge von Rechtsradikalen stattfinden. Solche Töne sind für Wilfried Jilge klares Indiz für russische Expansionsfantasien. Der Club beispielsweise akzeptiert nicht die Eigenständigkeit der Ukraine. Herr Saldostanow ist ein Bewunderer Stalins und geschichtspolitisch stehen sie somit auf der Linie des ideologischen nationalistischen Mainstream in Russland derzeit. Saldostanow unterstützte ja auch selbst die Annexion der Krim und ja, vertritt eben eine radikal antiwestliche, antiliberale, orthodox großrussisch machtstaatliche Ideologie. Mit nationalistischen Ideen will der Chef der Nachtwölfe nichts zu tun haben und antwortet mit einer ganz eigenen Sicht auf die Geschichte. Absolutely bullshit. Das ist doch Bullshit. Wir können alleine schon von der Genetik her keine Nationalisten sein. Das ist in Russland unmöglich. Das kommt von außen nach Russland. Russland ist ein multikulturelles Land. Ich selber habe ganz verschiedenes Blut in mir. Russland ist ein Land vieler Nationen, die schon immer friedlich miteinander gelebt haben. Der Weg des Nationalismus würde Russland ins Verderben führen. Nationalismus kann in Russland nicht existieren, weil Russland ein einzigartiges Beispiel für ein Reich ist, das niemals seine Kolonien ausgebeutet hat, sondern immer in sie investiert hat. Russland bedeutet die Rettung vieler kleiner Völker, die ohne Russland schon längst zerfallen wären, aber innerhalb Russlands erhalten geblieben sind. Aussagen, die in krassem Widerspruch zum Agieren der Nachtwölfe in der Ukraine stehen. Leonid Nikitinsky hat ihre Strategie untersucht. Ich glaube, dass die Krim und der Donbass unterschiedlich zu bewerten sind. Dort sind nicht dieselben Nachtwölfe aktiv gewesen. Es waren zwei unterschiedliche Gruppen. Es sind viele Nachtwölfe auf die Krim gefahren, weil sie schon früher dort waren und sich immer gut mit der dortigen Bevölkerung verstanden haben. Es waren sowohl russische als auch ukrainische Nachtwölfe, die während der Annexion auf die Krim gekommen sind und dort bestimmte Schlüsselpositionen besetzt haben. In den Donbass sind andere Nachtwölfe gefahren. Die Wahnsinnigen, die Adrenalin-Junkies, die den Krieg brauchen und führen wollen. Die sind dorthin gefahren, um militärisch zu agieren. Diese Biker träumen von russischer Weltmacht. Es gibt aber auch viele andere, die wegen der gleichen Überzeugung dorthin gegangen sind. Die Nachtwölfe haben sich mit ihnen vermischt und gemeinsam gekämpft. Der Club hat ja die Annexion auch physisch mit unterstützt, indem die sogenannten freundlichen oder
Die grünen Männchen, die ohne Abzeichen, aber tatsächlich als russische Soldaten von Putin auf die Krim geschickt wurden, wurden ja bei der Einnahme wichtiger Stützpunkte und Gebäude von diesem Club unterstützt. In einem bekannten Film über die Heimkehr der Krim, ein russischer Propagandadokumentarfilm, wird sogar gesagt, dass der Club einen ukrainischen Befehlshaber während der Annexion auf der Krim festgesetzt und sozusagen in seine Gewalt genommen haben soll. Die Nachtwölfe streiten eine direkte Beteiligung am Ukraine-Konflikt ab, geben aber zu, Kontrollen durchgeführt zu haben, angeblich um Gewalt zu verhindern. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Wir haben den stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsminister aufgehalten, der in einem Koffer eine Erklärung zur Eröffnung des Feuers mitführte. Wir haben ihn nicht zu seinem Ziel durchgelassen und ihn wieder zurückgeschickt, nachdem wir ihm die Erklärung abgenommen haben. Wäre die Erklärung an ihrem Bestimmungsort angekommen, dann hätte das ukrainische Militär den Befehl erhalten, das Feuer zu eröffnen. Dann wäre es schlimm geworden. Beide Seiten im Konflikt streuen Desinformationen und falsche Fährten. Doch der Sonderstatus, den die Nachtwölfe inzwischen in Russland genießen, demonstriert ihre Bedeutung für Putins Machterhalt. Hunderte Biker starten mit einem Korso durch Moskau in die Sommersaison und demonstrieren so ihre Stärke. Alles unter dem Schutz der Polizei. Freie Fahrt für die Nachtwölfe, den größten Motorradclub Russlands. Für die Konkurrenz im Land gibt es solche Privilegien nicht. Es gibt natürlich Rivalitäten unter den Bikerclubs. Vielleicht auch ein paar andere Ansichten unter den Bikerclubs bezüglich unserer Erfolge. Aber das ist kindisch. Keiner kommt an uns heran, was die Geschichte, den Ruhm und unsere Taten angeht. Das ist jedem hier klar. Die Nachtwölfe sind in der Geschichte der Motorradbewegung einzigartig. Wir waren die Ersten und haben unsere Autorität und unsere Ziele von der ersten Sekunde an verteidigt. Und das machen wir schon seit 26 Jahren so, seitdem der Name Nachtwölfe auf unseren Kutten steht. Die erste Station der Tour durch Moskau führt die Biker auf einen Festplatz. Hier sollen die besonderen Verdienste des Bikerchefs mal wieder herausgestellt werden. Zusammen mit Veteranen, Würdenträgern und Polizeiführern wird Alexander Saldostanow wie ein Kriegsheld geehrt. Dann gibt er das Startsignal für eine umstrittene Tour nach Westen. Die 3000 Kilometer Fahrt von Moskau nach Berlin soll den Weg der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg nachzeichnen. Die Nachtwölfe wollen so aufmerksam machen auf das angeblich falsche Geschichtsbild des Westens. Es gibt den Versuch des Westens, die Geschichte umzuschreiben. Die sind sauer, dass es auf uns nicht wirkt und dass wir den Krieg und unsere Soldaten nicht vergessen. Sie geben sich viel Mühe, die Täter und die Helden zu vertauschen, um Veteranen als Faschisten darzustellen und Stalin und Hitler auf eine Stufe zu stellen. Das ist der Versuch, die Bedeutung unseres Sieges zu schmälern. Das ruft den Protest in uns hervor. Polen verweigert dem Motorradtrupp die Durchreise. Und auch in Deutschland wird die Tour als extrem nationalistische Propaganda eingeschätzt. Sie stehen für den Ritter, für den russischen Ritter, der Russland wieder aus der Demütigung hilft, indem wieder die wahren Werte des Heldentums produziert werden und auch gezeigt werden. Und vor allem ist die Botschaft, wir Russen müssen uns gerade in diesen Fragen der Konflikte, wo es um die Ausweitung unseres Machtbereiches geht, nicht an Recht und Normen halten. Nur 6 der in Moskau gestarteten Nachtwölfe kommen in Berlin an. Doch einige Dutzend Deutsch-Russen und Anhänger aus der Slowakei füllen den Korso wieder auf.
Am sowjetischen Ehrenmal wollen sie an die deutsche Kapitulation von 1945 erinnern. Die russischen Anführer der Nachtwölfe hatten schon im Vorfeld kein deutsches Visum bekommen. Wir haben einen großen Einfluss und deshalb wollte man mir kein Visum für Deutschland geben. Man hatte Angst vor dem Aufsehen, das entstehen würde, wenn ich dort auftauche. Aber im Grunde wollten wir nur die Gräber unserer Helden besuchen, die in ganz Europa verteilt sind. Aus Sicht von Experten aber geht es nicht um Gedenken, sondern um Extremismus. Also für mich sind sie Teil einer weit gefächerten, zum Teil vom Kreml gesteuerten Spektrums der radikalen Rechten. Und sie verherrlichen geopolitische Expansion, imperiale Expansion. Sie verherrlichen aus rechten Motiven heraus Stalin. Sie sagen zwar, ja, der hat auch viele Leute repressiert, naja, aber insgesamt hat er mit seiner Politik das Vaterland groß gemacht. Das heißt, es ist für mich eine ganz klar antidemokratisch-nationalistische Bewegung, und zwar eine, die auch gegen die individuellen, die diese Ziele, die rechte Ziele über die individuellen Grundfreiheiten von Menschen stellt und vor allem den Grundsatz der Gleichheit massiv in Frage stellt. Zurück in Moskau. Rechte Biker auf dem Weg zur Kirche. Die Nachtwölfe sind Anhänger des christlich-orthodoxen Glaubens. Viele Mitglieder lassen sich regelmäßig segnen. Die orthodoxe Kirche steht dem System Putin nahe. Vor allem das macht die Nachtwölfe wohl zu Gläubigen. Die nach außen so gottesfürchtigen Biker-Aktivisten verstehen sich als Elite, eine Art moderner Ritterorden. Viele Priester zeigen sich gerne mit den patriotischen Männern in ihrer martialischen Motorradkleidung. Zum Glück sind die orthodoxen Werte die Grundlage unseres Clubs. Es ist kein Geheimnis, dass wir oft die Kirche besuchen, uns von Priestern beraten lassen. Wir versuchen, unsere Bemühungen mit der Kirche abzustimmen. Damit meine ich unsere zahlreichen Projekte und Touren. Dort, wo Gott und die Kirche sind, gibt es nichts Schlechtes. Wir sind uns sicher, dass Gott seine schützende Hand über uns hält. Patriotismus und die Frontstellung gegenüber dem Westen stehen derzeit hoch im Kurs in Russland. Anders als Motorradgangs in Deutschland oder den USA genießen die Nachtwölfe ein verblüffend hohes Ansehen in der Bevölkerung. Die Nachtwölfe sind gute Jungs. Solange sie sich korrekt verhalten und die allgemeine Ordnung nicht stören und den Menschen helfen, friedlich miteinander zu leben und ihre Aktionen, wie auf der Krim zum Beispiel, durchziehen. Meiner Meinung nach kommt die Gleichsetzung der Biker mit Gangstern aus Amerika. Dort gab es tatsächlich in den 80ern und 90ern ein Problem mit kriminellen Bikern. Hier in Russland stellen sie keine Gefahr dar. Sie sind eine Gemeinschaft mit gleichen Interessen. Sie sind nicht gefährlicher als betrunkene Schüler nach dem Abiball. Fußgänger können auch Verbrecher sein, wenn sie in Drogengeschäfte verwickelt sind. Da ist es egal, ob man zu Fuß, mit dem Bus oder dem Motorrad unterwegs ist. Sympathiebekundungen auch wegen solcher Aktionen der Nachtwölfe. Februar 2015. 40.000 Menschen versammeln sich in Moskau zur Anti-Maidan-Demo. Ein lautes und nationalistisches Statement gegen pro-westliche Kräfte in der Ukraine.
Einer der Promis vor Ort ist der Chef der Nachtwölfe, Alexander Saltostanov. Er marschiert in der ersten Reihe und verbreitet antiwestliche Parolen. Wo bleibt Europa? Wo bleibt Amerika mit ihrer Demokratie? Nein, eine solche Demokratie wollen wir nicht. Wir müssen unsere Freiheit vor der amerikanischen Demokratie beschützen. Die sollen ihren Maidan bei sich in Washington durchführen. Anhand solcher Bilder wird klar, die Nachtwölfe sind kein harmloser privater Motorradclub, sondern ein staatlich gefördertes Propagandainstrument in Putins Russland. Nationalistische Botschaften für den Präsidenten und gegen Amerika, garniert mit Motorrädern und Männern in Lederkluft. Сейчас нас 100 тысяч, и мы не оставим города свои. Wir sind jetzt Hunderttausende und wir werden unsere Städte nicht im Stich lassen. Ich habe gesehen, wie der Maidan die Ukraine vergewaltigt hat. Und wissen Sie, die Geschichte kennt keine Beispiele anderer Imperien, die ihre Kolonien so misshandelt haben, wie die USA heutzutage die ganze Welt misshandelt. Ich bin in der Lage, selber zu analysieren, was auf dem Maidan passiert ist, anhand meiner eigenen Überlegungen zur Geschichte Russlands und der ganzen Welt und nicht anhand dessen, was die Presse schreibt. Wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass dieses organisierte Chaos auf dem Maidan sich noch einmal in unserem Land wiederholt. Denn die Wirkung ist vergleichbar mit der Wirkung einer Atombombe. Kreml-kritischen Medien zufolge hatten Betriebe und Schulen Druck ausgeübt, an der Demo teilzunehmen. Die russische Opposition wertete die Versammlung als groß angelegten Einschüchterungsversuch. Und die Nachtwölfe mischen eifrig mit. Teilnehmer der Kundgebung sollen hinterher bezahlt worden sein. Während der gesamten Demo sorgen Mitglieder der Nachtwölfe für Ordnung. Sie gehören zum Security-Unternehmen von Alexander Saltostanov. Der Biker-Chef gilt als besonders machtbewusst. Am liebsten würde er die ganze russische Motorradszene kontrollieren. Chirurg versucht, die ganzen Biker Russlands unter seine Fittiche zu bekommen, sodass er die Macht über sie hat. Er hat das sowohl in Russland als auch in der Ukraine versucht. Und wenn sie sich gewehrt haben, hat er auch Gewalt angewendet. Daher ist es natürlich kriminell, was er macht. Lange versuchen wir, mit anderen Clubs ins Gespräch zu kommen. Kaum einer will sich zu den Nachtwölfen äußern. Nur diese unabhängigen Motorradfahrer trauen sich, vor unserer Kamera zu sprechen. Sie erzählen uns von einem Konflikt der Nachtwölfe mit einem anderen Motorradclub, den Tri-Darogi, also den drei Straßen. Deren Mitglieder sollen in einen Streit mit 40 Nachtwölfen geraten sein. Ich weiß, dass kleine neue Motorradclubs die Zusage eines der großen Clubs, den Nachtwölfen, brauchen, um sich zu gründen. Wenn sie diese Zusage bekommen, werden sie automatisch Unterstützer der Nachtwölfe. Wenn allerdings der Versuch unternommen wird, auszusteigen, kann es tatsächlich zu großem Druck kommen, wie zum Beispiel bei den Bikern von Tri-Darogi. Aber was da genau abgelaufen ist, kann ich nicht sagen. Allerdings kenne ich keinen Club nach den Tri-Darogi, der versucht hat, als Unterstützer der Nachtwölfe wieder auszusteigen. Auch die anderen Biker wollen nichts Genaues über den Vorfall mit dem rivalisierenden Motorradclub Tri-Darogi sagen. Aus Angst vor Rache? Es bleibt bei Andeutungen. Es ist traurig, aber man wünscht sich als freier Biker keinen Kontakt mit den Nachtwölfen, weil die meisten Kontakte mit den Nachtwölfen in letzter Zeit sehr unangenehm waren. Wie zum Beispiel beim Vorfall mit den Tri-Darogi.
Sergei Kanjew hat den Fall vor Ort recherchiert und bestätigt die Streitigkeiten der Motorradrocker. Mehrere Nachtwölfe sollen die Männer von Tridarogi angegriffen haben. Der Chirurg und die Nachtwölfe wollen alle russischen Biker unter sich haben, unter ihren Einfluss stellen. Aber die Tridarogi haben sich nicht dazu bereit erklärt. Die Tridarogi wurden von den Nachtwölfen in eine Garage getrieben. Es gab eine Schießerei. Von der Garage aus wurden Nachtwölfe angeschossen. Die Mitglieder der Tridarogi mussten um ihr Leben kämpfen. In der anschließenden Gerichtsverhandlung wird der Schütze der Tridarogi zu einer Haftstrafe verurteilt. Die beteiligten Nachtwölfe kommen straffrei davon. Der Chirurg hat versucht, seine Beziehungen zu Putin und zum Patriarchen der russischen Kirche ins Spiel zu bringen, um eine möglichst harte Strafe für den verfeindeten Biker zu bekommen. Aber die Anwälte und der Richter waren okay und haben ihm eine milde Strafe gegeben. Der Richter wertete die Schüsse der Tridarogi als Notwehr. Zurück zum Tourstart der Nachtwölfe im April 2015. Der Korso durch Moskau geht auf die letzte Etappe. In der Clubzentrale soll zum Abschluss eine große Party steigen. Viktor Keller zieht sein persönliches Fazit des Tages. Er ist mit der Machtdemonstration seiner Nachtwölfe zufrieden. Wir sind alle frei. Wir sind stark. Wir leben in einem freien Russland. Es herrscht gute Laune und wir sind auf dem Motorrad unterwegs gewesen. Wir haben heute unsere Tradition ausgelebt, sind gemeinsam herumgefahren. Es haben sich fast alle Biker Moskaus getroffen. Wir haben wichtige Orte für die Nachtwölfe in Moskau besucht. Das ist das Fazit des heutigen Tages. Am Abend ist die Feier in vollem Gange. Im Laufe der Nacht wird die ideologische Ausrichtung ausführlich zur Schau gestellt. Russischer Nationalismus, orthodoxer Glaube und der Macho-Habitus von Motorradrockern. Eine krude Mischung, aber derzeit offenbar ganz im Sinne der Regierung Putin. Wissen Sie, Wladimir Putin empfindet dasselbe für unser Vaterland, für unsere Heimat, wie wir. Uns nennt man Putins Biker, weil es bequem ist für die pro-westliche, pro-amerikanische Propaganda, uns so zu nennen. Aber im Grunde ist es so, dass westliche Bündnisse wie die NATO Druck auf Russland ausüben wollen. Nur Putin ist zu uns gekommen, nicht wir zu ihm. Die Show der Nachtwölfe ist aufwendig und bis ins kleinste Detail geplant. Nichts wird dem Zufall überlassen. Der Kreml soll die Nachtwölfe, laut Medienberichten, mit etwa 1 Million Euro pro Jahr unterstützen. Im Gegenzug lassen die Biker keine Chance ungenutzt, Patriotismus zu demonstrieren. Auffallend häufig zeigen sich Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche mit den Nachtwölfen vor Kameras. Ob die frommen Männer wirklich der Glaube mit den Bikern verbindet oder doch eher die gemeinsame Nähe zum Kreml, bleibt offen. Ich sage euch jedenfalls ganz ehrlich, diese Menschen haben mich fasziniert. In unserem Land gibt es leider nicht mehr genug richtige Männer. Aber diese Menschen sind richtige Männer, ohne Zweifel. In erster Linie, weil sie zu ihrer Religion und der russisch-orthodoxen Kirche stehen. Zum Abschluss der Höhepunkt der Veranstaltung. Der oberste Nachtwolf würdigt einen Bikerbruder aus Kiew, der vom ukrainischen Militär festgenommen worden sein soll. Er wurde lange festgehalten.
Und wir haben ebenso lange versucht, ihn zu befreien. Und das ist uns gemeinsam gelungen. Er ist zweifelsfrei ein Held für uns. Angeblich war der Mann von ukrainischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Warum, bleibt unklar. Ebenso, wie die Befreiungsaktion der Nachtwölfe abgelaufen ist. Denken Sie daran, es gibt jetzt auch schon länger eine Filiale dieser Biker, dieser Nachtwölfe in Luhansk. Saldostanow hat ausdrücklich gesagt, dass wenn es notwendig sein sollte, dass man dann auch zur Gewalt greift. Sie müssen wissen, wenn wir von Gewaltaffinität reden, sollten wir auf jeden Fall die Ereignisse auf der Krim uns in Erinnerung rufen. Der Club hat ja die Annexion auch physisch mit unterstützt, indem die sogenannten freundlichen oder die grünen Männchen, die ohne Abzeichen, aber tatsächlich als russische Soldaten von Putin auf die Krim geschickt wurden, wurden ja bei der Einnahme wichtiger Stützpunkte und Gebäude von diesem Club unterstützt. Die Nachtwölfe polarisieren. Sie stehen sinnbildlich für die derzeitige Kluft zwischen Russland und dem Westen. In vielen europäischen Ländern gelten sie als Symbol für Nationalismus und Gewaltbereitschaft. In Russland dagegen sind die Biker vor allem Superstars. Ihr Einfluss ist groß. Ob das so bleibt, hängt wohl vor allem von der Gunst des Präsidenten ab. Wer Putin lästig wird oder gar gefährlich, wird schnell fallen gelassen. Das haben auch schon andere spüren müssen.